Liebe Theaterfreunde, herzlich willkommen zum Stück der Woche. Mein Name ist Atreyu Diener, ich bin selber Theaterautor und darf euch in den nächsten Wochen und Monaten immer wieder Stück vorstellen aus dem Breuninger Verlag. Und anfangen tun wir mit dem Stück hier, Schüsse im Schloss. Das Büchlein, das ist fast noch warm, es ist wirklich frisch an der Presse, also ganz neu rausgekommen. Und ja, Schüsse im Schloss, es ist eine Krimikomödie von der Claudia Giesel. Claudia Giesel ist ja eine der bekanntesten Schweizer Theaterautorinnen. Und das da ist ihr unglaubliches 55. Stück. Also wahnsinnig, wie viel das sie schon geschrieben hat. Ich gehe davon aus, die meisten von euch haben schon ein Stück von der Claudia gespielt. Und falls nicht, dann haben wir jetzt eine gute Gelegenheit dazu. Schüsse im Schloss, um was geht es? Wie es der Name schon sagt, das Stück spielt im Schloss, in einem ziemlich maroden Schloss. Und der Schlossherr dort, der Albert, ist nicht mehr ganz der Jüngste. Dafür hat er einiges auf dem Konto und er hat jetzt auch eine neue Frau, die Madeleine. Und die Madeleine, die hat einen zweifelhaften Ruf, weil die hat schon 3 Ehemänner überlebt. Die sind alle durch mysteriöse Umstände ums Leben gekommen und jetzt haben natürlich die Leute auch ein bisschen Angst um den Albert, dass ihn das gleiche Schicksal könnte ereilen. Und ja, da passiert es natürlich, dass plötzlich eine Morddrohung auftaucht. Es ist aber nicht der Albert, der bedroht wird, sondern die Madeleine. Und da stellt sich natürlich die Frage, ja, wer bringt denn jetzt da wer um? Die Frage wird erst ganz zum Schluss beantwortet, also wirklich spannend bis zum Schluss. Interessant, es sind 12 Leute in diesem Stück und ja, jede Person hat irgendwo durch ein Geheimnis oder ist nicht die Person, die sie vorgibt zu sein. Also wirklich ganz spannend, was da auf dem Schloss zu und her geht. Schüsse im Schloss. Für wer eignet sich das Stück? Wie gesagt, es ist eine Krimikomödie, also eher für Gruppen, die gerne spannende Sachen spielen. Es ist jetzt nicht unbedingt der pure Schenkelklopfer, es ist aber sehr gut angereichert mit viel lustigem, gutem Humor. Also einerseits lustig, andererseits wirklich auch sehr spannend. Wirklich eine klassische Krimikomödie. Was man auch noch muss bedenken, wie ich es gesagt habe, es sind 12 Rollen, 12 Figuren, die hier auftreten. Und ja, das ist natürlich eher ein bisschen für ein grösseres Ensemble. Was mir persönlich gut gefällt, jede Rolle ist, also die Rollen sind sehr gut verteilt von den Einsätzen her. Also gibt es nicht eine mega kleine Rolle und nicht eine riesige Rolle, sondern wirklich, die Rollen sind gut verteilt und jede Rolle hat ihre guten Momente und ihre Auftritte. Das also Schüsse im Schloss. Falls euch ein Stück interessiert, dann klickt doch auf den Link und schaut euch die Leseprobe an. Und wenn ihr findet, ja, das passt vielleicht zu Theatergespendeln von mir, dann markiert es doch unten in den Kommentaren. Und natürlich würde es mich auch wundern, ja, wenn ihr es gelesen habt, was sagt ihr zu dem Stück? Oder was sagt ihr ganz allgemein zu dieser Rubrik? Feedback sind wir natürlich immer froh. Schreibt doch das gerne in die Kommentare.